Guten Tag, Herr Hessler. Ja. Ich rufe Sie heute an, da Sie bei einer Online-Umfrage mal teilgenommen haben und dort angaben, dass Sie Interesse bei einem Tablet-Handy oder Fernseher beim Wechsel zu Yellowstrom haben. Daran erinnern Sie sich noch, ne? Das war so am 13.01.2019, vor ein paar Tagen. Ja, hey, da ist ein Gewinnspiel gewesen. Ich wollte eigentlich nur einkaufen und dann ist das gekommen. Dann habe ich da mitgemacht. Genau, deshalb rufe ich Sie heute an. Oh, habe ich gewonnen. Ne? Ja, ich wollte Ihnen das Gerät zusenden. Ne? Und wollte Oh. erstmal fragen, ob die Straße richtig ist. Am Filmlager 81. Ist richtig? Ja, warum? Alles klar. Herr Hitzer, ich möchte Sie erstmal kurz darauf hinweisen, dass die Datenschutzstimmung der Yellowstromgeber ganz einfach unter yellow.de Datenschutz einsehen können, ja? Soll ich das jetzt angucken? Nee, sie muss einfach mit Ja oder Nein, sie muss einfach mit Ja sagen. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wie geht die Datenschutzbestimmung? Was ist da? Ja, ich kann jetzt nicht an Ja? den Computer. Ja, alles gut. Welche Produkte hätten Sie denn gerne? Welche Wohnung? Nee, welche Produkt, welches Gerät? Wir haben ein Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Tab A, Tablet oder ein Smartphone oder ein Fernseher. Ich schaue gern Zeichentrickfilme. Okay, alles klar dann. Ja, Herr und Hitler, ich wünsche Ihnen einen schönen ist Tag. das ein großer Fernseher? Ja, das ist ein großer Fernseher von Philips. Eine Ja, 108 Durchmesser, ja? mein Fernseher ist zu klein. Ich mag den nicht. Das ist schon groß. Ja, das ist sehr gut, weil meiner ist zu klein, das mag ich nicht. Okay. Wer ist denn bisher Ihr Energieversorger? Wie meinen Sie? Sie bezahlen ja auch Energie, ne? Wer ist das denn? Wo zahlen Sie? Bei welcher Gesellschaft? Stadtwerke? Stadtwerke? Ja. Können Sie mir auch einmal die Kundennummer nennen? Kontonummer? Kundennummer. Kundennummer bei den Stadtwerken. Woher weiß ich die? Steht auf der Abrechnung immer drin. Steht in Jahresabrechnung und Monatsabrechnung. Ja, soll ich nachgucken? Genau. Ja, Können Sie mal nachgucken, das wäre nett. ich mach den Ordner auf. Und wie Jo. groß ist der Fernseher? Weil meiner ist zu klein, das mag ich nicht. Das ist schon ein bisschen groß. Ist ein Full HD. UHD. Ja, aber Ne? die Auflösung hat nichts mit der Größe vom Gerät zu tun. Ja, also ich kann Ihnen das mal sagen. Ja, und wie groß ist der denn? Also ich brauch erstmal die Kundennummer von der Stadtwerke. Und dann kann ich Ihnen das auch mal sagen. Ach so, vorher geht das nicht. Nee. Ja, dann. Stadtwerke. Darauf gelegt. Oh, ist das geil. Ich glaube, Holger ist da nun mal zu heftig. Da konnten die alle nicht mit umgehen. My name is Rebecca. I am calling you from Window Technical Department. Ja. And this call is about your computer, okay? Der Computer? Yes, computer. What about my computer? Your computer is sending us some warnings and error reports. Do you know about that? I don't know. The computer not turned on right now. Not now, sir. Should I From turn on? last couple of Wait. Yeah? Yes, you turn on your computer. Alright. What kind of message is my computer sending right? Is it a virus From the or what? last couple From the last couple of weeks, whenever you are going online, at that time, your computer have downloaded some online infections from the internet, Oh God. like Trojaners. Trojaner, right?
Yes, you know what a Trojan is? I'm not expert, but I heard about, right? Okay. And who is the owner of the computer? It's my computer. And how old is your computer? Oh, I'm 35, right? Not you, your computer. How old is your computer? Oh, computer maybe 2 years old. Okay, only you uses the computer, or apart from you, anybody also uses the computer? Oh, it's the wife, the son, everybody use computer. Okay, and who pays the internet bills? Is it you or your wife? Oh, that's me, right? My wife working at home, right? She cannot go outside, okay. Right, working. Okay, so you unshelten your computer and be on your normale Belgium. What? Einschalten your computer and be on your normale Bildschirm. What does einschalten mean, right? Turn on your computer, okay, and be on the normal home screen. Yeah, it's turning on right now. You have to enter the password. Can I enter the password, or is password in danger, right? You can enter the password. Okay. Dragonslayer_89. Okay, computer is why you are right telling, now. Why you are telling all of your personal information over the phone? You're Microsoft, right? No, I'm not Microsoft. You said you're Microsoft. I said that I am calling you from Windows. Yeah, Windows is property of Microsoft, right? No, Windows is different and Microsoft is different. Oh my Microsoft God. Is the manufacturer and Windows is the operating system. Who told you that? It's general knowledge, right? Common sense. Oh, but you don't have any knowledge and you don't have any sense. Forget about the common sense. Oh my God. Why are you so rude, right? Was für eine Missgeburt, ey. Scheiße, was für blöde Leute. Samstagmorgen um 9:30 rufen dich solche Idioten an. Ja, Windows ist nicht von Microsoft, nein. Und iPhone ist auch nicht von Apple. Und Burda, Bild und alles, auch alles ein Verlag. Das wissen wir ja, nicht wahr, Freunde? Hallo? Hallo, ja. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Selma Fichtner von der Nick Medien Vertriebsunion aus Möckmühl. Den Herrn Doppelotter wollte ich gerne sprechen. Sind Sie das? Ja, der ist am Telefon. Guten Abend. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Selma Fichtner, hatte ich ja schon gesagt, ne? Und zwar rufe ich an, weil Sie vor kurzem so lieb waren, sich bei einer kleinen Befragung zu beteiligen. Da ging es um Zeitschriften. Können Sie sich daran erinnern? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Alles klar. Sie haben vor kurzem an einer Befragung teilgenommen, einer Umfrage. Da ging es um Zeitungen, ne? Dafür wollten wir uns heute nochmal bei Ihnen bedanken. Und deswegen haben wir ein Überraschungspaket für Sie. Überraschung? Ja? Genau. Ja, das ist eine gute Überraschung auch, weil das ja, ich habe immer Pech irgendwie. Sie können sich das ja dann entscheiden, ob Sie die haben wollen oder nicht. Ne? Ich brauche nur mal eine Zahl. Sie können ja dann sich aussuchen, ob Sie die haben möchten oder nicht. Ja, das ist gut. Demokratie. Demokratie, genau. Ja, das ist sehr gut. Da haben wir lange für gekämpft, damals gegen die Roten. Da haben wir gegen die Roten lange für gekämpft. Das stimmt. Alles klar. Ja, können Sie mir mal eine Zahl von 1 bis 10 nennen, bitte, damit ich Ihnen da den Gewinn raussuchen kann? Von was, bitte? Eine Zahl von 1 bis 10. Ja, die 10, ja, die goldene 10 natürlich. Das ist ja keine hallo? Frage. Ja, hallo? Hallo? Die 10. Haben Sie eine... Hallo? Ja, ich kann Sie hören. Jetzt höre ich Sie gerade leider nicht mehr. Hören Sie mich? Ja. Ich würde Sie nochmal zurückrufen, ich höre Sie gerade leider nicht mehr. Ja, ja, okay? Ist in Ordnung. Ja, bitte. Hallo? Was ist da denn los bei denen? Mal gucken, ob der wirklich zurückruft. Ich glaube ja eher, dem war das zu blöd, als ich da die Schlacht mit den Roten erwähnt habe. Soll das nicht immer so übertreiben? Oder doch? Ist ja auch mein Prinzip ja irgendwo meine Aufgabe. Organisieren. Ist das interessant? Können Sie Deutsch sprechen? Ich spreche kein Englisch. Ich spreche Deutsch. Ah, jetzt kann ich Sie hören. Hallo?
Ja, hallo, ich heiße Albert Wagner. Ich rufe Sie von einer Handelsplattform. Die hilft Leute neben. Oh. Ne, also ganz ehrlich, das tue ich mir nicht an. Da bist du hier blöd in der Birne. So müssen die sich immer fühlen, wenn ich dreiviertel Stunde den Inder mit Sprachaussetzern und Rumgeschreie mache. Bla! Hallo? Schönen guten Tag, hallo. Manuel Wunderapparat. Herr Holger Hitzler würde ich gerne sprechen. Ja, hier ist der Holger Hitzler. Guten Abend. Schön, dass ich Sie persönlich dran habe. Guten Abend. Ja. Ich rufe an, weil Sie sich online auf unserer Webseite für Nintendo 64 Gewinnspiel teilgenommen haben, Herr Hitzler. Ja, Nintendo. Genau, ich kann sagen, herzlichen Glückwunsch, bei Ihnen hat es geklappt. Sie haben einen Gutschein in Wert von 1000 Euro gesichert. Oh, mein Glückwunsch dafür. Ja, ist das kein Spaß? Nein, das ist ernst. Warum Spaß? Das ist toll. Ich habe Freunde, die mich gerne mal ärgern. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. 20 Preise haben wir, 20 Gewinner und einer von den Gewinnern sind Sie. Denn heute in 3 Monaten bei der großen Finalziehung, wo Sie auch dabei sind, haben wir nämlich bei diesen 20 Preisen 5 Hauptpreise für Sie. Oh, das ist sehr toll. Vielen Dank. 4.000, 8.000, 10.000, 25.000 und 76.000 Euro Bargeld. Und die Gutscheine, die können Sie einlösen, Rewe, Netto, Amazon, H&M, Mediamarkt, Ikea und den Saturn dann, ja? Ja, das klingt sehr gut. Kurz vor der Tür bekommen Sie auch Post, da ist eine Telefonnummer von mir drin, am Generalshof 81 in Berlin wohnen Sie. Ja, das ist richtig. 7. März 78 ist auch geboren, ja? Ja, Holger Hitzler. Genau, warum ich Sie heute anrufe, ist auch der Grund, weil Sie auch zum ersten Mal bei uns gewonnen haben. Ich möchte Ihren Gewinn freischalten, um Schutz für steuerfrei zu aktivieren dann, ja? Steuerfrei? Genau, 12555 ist die Postleitzahl. Ja, Berlin. Holger Hitzler 78@gmail.com ist die Mailadresse? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Wunderbar, wurde doch hier angetragen, die Gutscheine bekommen Sie dann per Post nach Hause und die Bargewinne überweist der Notar auf ein deutsches Konto dann, ja? Ja, und was ist mit dem Nintendo 64? Sie haben ja in diesem Fall einen Mindestgewinn. Sie haben ja einen Mindestgewinn 1000 Euro Gutschein, da können Sie 10 Stück kaufen von mir aus. Aber die werden ja nicht mehr hergestellt, darum wollte ich den ja gewinnen, weil ich kenne den ja aus meiner Kindheit. Genau, den kriegen Sie auch nach der Gewinnausschüttung bekommen Sie das ja auch. Ach, also den bekomme ich auf jeden Fall, ja. Ja, natürlich, das ist Mindestgewinn, ist das? Ja, da. Ja, die Gutscheine bekommen Sie per Post und die Bargewinn überweist dann auf ein deutsches Konto. 12555 hatten wir gesagt, ist die Postleitzahl. Berlin, genau. Genau, und die Bargewinne überweist der Notar auf ein Deutsch. Ich sehe nur gerade hier, Herr Hitzler, die Überweisungsnummer wurde nicht hier angetragen für die Bargewinne. Haben Sie das vergessen oder übersehen? Was meinen Sie? Ich schicke Ihnen am besten nochmal Post nach Hause, da können Sie nochmal schön alles nochmal lesen. Dann melden wir uns wieder bei Ihnen, ja? Was meinen Sie für eine Nummer? Ich schicke Ihnen erstmal Post, dann können Sie nochmal alles lesen, ist kein Thema. Ich kann nicht lesen. Haben Sie nicht jemanden neben Ihnen, der das lesen kann? Mein Großvater, aber der kann nicht mehr so gut gucken. Okay, dann schicke ich Ihnen die Post, dann halten Sie das, dann wenn ich Sie wieder anrufe, dann sage ich Ihnen das, ja? Aber Sie können mir das doch auch einfach sagen, das ist viel, viel einfacher. Ja, die Überweisungsnummer fehlt hier, die Bargewinne. Für die Bargewinne fehlt eine Überweisungsnummer. Was ist eine Überweisungsnummer? Also eine IBAN-Nummer. Eine IBAN-Nummer ist das. IBAN, ja. Und die. Ja. Aber die können wir auch danach machen, wenn ich die Post schicke. Aber dann kann ich ja gar nichts gewinnen. Nein, doch, Sie haben schon gewonnen. Wenn ich Sie anrufe, ist auch kein Thema. Ich habe Sie hier gespeichert, alles gut. Ja, aber dann kann das ja gar nicht zu mir kommen. Doch, ich speichere das hier kurz rein. Jetzt bin ich traurig. Dann schicke ich Ihnen das aus. Nein, ich speichere das, dann werde ich Sie wieder anrufen, Herr Hitzler. Ich habe das Gefühl, ist alles gut. Sie haben gewonnen. Mich nicht mögen. Herr Hitzler, warum reden Sie jetzt so? Weil Sie nicht mit mir reden wollen. Ich habe Ihnen nichts getan. Ich habe Ihnen noch nichts gesagt. Ich habe Ihnen noch gesagt, Sie werden nur Post kriegen nächste Woche. Dann werde ich Sie nochmal anrufen. Sie haben ja eine Mailadresse. Ja. Ja, also die Mailadresse haben Sie auch da. Also Sie würden auch nicht lesen. Also wenn Sie lesen können, können Sie auf eine Mail gucken. Das macht mein Computerprogramm. Aber das kann man nicht mit einem Brief machen.
Wenn Sie wollen, könnte ich auch eine E-Mail schicken dann. Ja, das wäre sehr, sehr hilfreich. Dann kann ich das über mein Programm machen und dann kann das mir das vorlesen. Okay, alles klar, machen wir. Und wann kommt dann der Nintendo? Da schicke ich Ihnen die Mail, da ist noch ein ganz klares Datum drin. Unsere Kollegen schicken Ihnen eine E-Mail und da ist nochmal der ganze Datum drin, ja? Ja, und wann kommt der dann? Alles Gute. Der kommt in Kürze, ich werde sie wieder auch eine Mail schicken, Hälzer. Ist ja, ne? Wir schicken jetzt eine Mail damit. Ja, weil ich muss noch einen Controller besorgen. Das muss ja auch da sein. Genau, der ist ja auch dabei, alles klar. Einen schönen Abend noch. Ich will ja auch mit meinem Großvater spielen. Okay, alles klar. Ja. Okay, klar. Bis dann, ciao. Ja, tschüss. Die wollen nicht mal die Hardcore-Betrüger wollen sich mit Holger Hitzler unterhalten. Alter, was ist denn das? Ich kriege oder mache ich halt eine Anruf-Compilation da draus. Dann wird das der Charakter für Anruf-Compilations. Auch gut. In der Firma Liebig aus München, ich grüße Sie. Ja? Sprechen mit dem Herrn Wladislav Kirov? Nein, entschuldige, den holen. Hallo? Wir rufen an wegen der Hausnotruflösung. Soll ich das Herr Kirov holen? Der ist bei anderen Zimmer. Ja, einen Moment bitte. Ja, danke. Telefon! Kirov, hallo! Ja, Michael Schneider von der Firma Libify aus München. Hallo, Herr Kirov. Hallo! Herr Kirov, wir rufen bei Ihnen an wegen der Hausnotruflösung. Wegen was bitte? Wegen der Hausnotruflösung. Notrufknopf. Hausnotruflösung. Das sagt mir nichts. Was ist das? Notrufknopf, wenn Ihnen irgendwas passiert, dass Sie per Knopfdruck sich Hilfe holen können. Also Polizei oder was? Genau, dass Sie dann eben den Notarzt verständigen können über die Rettungsleitstelle. Das ist praktisch. Das hätte ich mal Wochenende brauchen können. Okay. Weil ich mache so Security-Blatt, da ist manchmal nicht schlecht, dass musst du nicht erst Handy nehmen, rufen, drückst du auf Knopf und die kommen, oder was? Ja, es ist aber dann Ihr persönlicher Notrufknopf, Herr Kirov, wenn Sie Notfall haben, nicht wenn allgemein Notfall ist. Ja, das ist ja dann mein Notfall, wenn ich den Typ im Schwitzkasten habe. Ja, aber das ist ja kein medizinischer Notfall, Herr Kirov. Doch, ist ja bei dem, weil entweder hat der große Schaden oder ich habe Schaden. Okay, dann... Ist das wohl eine Fehlinfo, Herr Kirov? Dann weiß ich Bescheid, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Warte, jetzt kommt mir gerade, ist da mal, Du Bastard, Blät. Okay. Sommer, hallo. Ja, schönen guten Tag, Linde, mein Name, Herr Sommer. Ich rufe Sie an von der Verwaltungszentrale der Deutschen Vorteilsgemeinschaft und wollte mich eigentlich nur bei Ihnen informieren, ob Sie Ihre Lotto-Teilnahme weiterführen möchten oder beenden möchten nach der Entschädigungsrunde. Was darf ich denn da für Sie eintragen? Nochmal Lotto? Möchten Sie weiter Lotto spielen oder nicht? Ich wüsste nicht, dass ich Lotto spiele. Au. Drecksau. Here we go. Hallo. Hallo, ja, bloß Nicole, bin ich richtig bei Hitzler, Holger? Ja, hier ist der Holger Hitzler, so. Guten Morgen. Hallo, ich rufe an von Burda, Versicherungsvermittler der Ergo Direkt. Und vielen Dank für das Einverständnis zur Beratung zum Thema Zahnzusatzabsicherung. Ne? Sehr ein wichtiges Thema. Ja. Wenn Sie mir verraten, wie jung Sie sind, kann ich Ihnen gerne auch einen passenden Tarif vorstellen. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich habe Sie nicht verstanden. Natürlich. Es ging ja um Informationen zur Zahnzusatzabsicherung. Ja. Ja? Ich kann Ihnen gerne einen passenden Tarif vorstellen, da müsste ich nur wissen, wie alt Sie sind. Ja, ich bin 33. Okay, Sie sind gesetzlich versichert? Ich glaube schon. Ja, Zahnersatz schon vorhanden, Kronen oder Brücken? Ja. Also es ist so, es gibt zwei Bereiche, die man absichern kann. Das eine wäre der Erhalt der Zähne, was die Reinigung angeht oder wenn Sie Füllungen brauchen. Der andere Bereich, das ist eben Zahnersatz. Und das, was Sie jetzt schon an Zahnersatz im Mund haben, ist bei der Ergo direkt mit abgesichert. Ja? Legen Sie Wert auf Implantate? Nein. Okay,
Also wir haben einen Tarif, da bekommen Sie den Zuschuss Ihrer Krankenkasse verdoppelt. Bei Kronen, Brücken, Prothesen und Reparaturen. Das heißt, wenn Sie eine Zahnarztrechnung haben, Ihre Krankenkasse als Beispiel 400 Euro zahlt, legt ergo direkt 400 Euro nochmal oben drauf. Das kann man absichern für gerade mal nur 4,30 Euro, Herr Hitler. Ich mag keine blauen Räume. Blaue Räume? Ja, die mag ich nicht. Ja, wieso blaue Räume? Das stört mich. Mhm. Ja, Sie müssen ja nicht in den blauen Raum. Das ist gut. Ne? Aber Sie haben verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, ich will zurück in den roten Raum. Okay, ja, dann vermerke ich das, gell? Wann darf ich da wieder hin? Bestimmt bald. Ja. Hey, Herr Hitzlack. Das ist sehr gut. Okay, dann tschüss. Tschüss. Also ist mir jetzt nichts anderes eingefallen, als wie diese Zahnarztgeschichte wird langweilig, Freunde. Kirov, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Kirov. Daniela Muschig ist mein Name von der Firma CuraBlue aus Hamburg. Hallo. Hallo, ich melde mich bei Ihnen bezüglich der häuslichen Pflege. Da hatten Sie uns netterweise erlaubt, Sie einmal telefonisch zu kontaktieren. Und uns liegt hier vor, dass Sie im familiären Umfeld jemanden häuslich pflegen, der einen Pflegegrad hat. Da wollte ich mich erkundigen, ob das korrekt ist. So, bitte nochmal vorne, der Kollege, mich aufwecken. Ich habe nichts verstanden. Das war zu schnell, ja? Das war zu schnell. Wir haben letzte Nacht... ich erzähle besser nicht. Ich habe auch schon den Eindruck, dass ich hier irgendwie eine falsche Information habe. Also, ich melde mich bezüglich der häuslichen Pflege. Da. Liegt vor, dass Sie im familiären oder im privaten Umfeld jemanden häuslich pflegen, der einen Pflegegrad hat, also der so krank ist, dass er von der Krankenkasse einen Pflegegrad bekommen hat. Da wollte ich mich erkundigen, ob das noch aktuell ist. Aber wenn Sie so schwer feiern gehen, bei uns hier im schönen Hamburg... hallo, wir wohnen in Hamburg, muss man sich auch mal was gönnen, oder nicht? Natürlich, vor allen Dingen, wenn man so dicht am Kiez wohnt, da muss man sich was gönnen, das sehe ich wohl ein. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich muss ja nicht rund um das Uhr daneben sitzen. Nein. Bei Petrov. Das ist schon okay, aber man kann auch mal ein bisschen Party machen. Aber sicherlich. Aber das mit der häuslichen Pflege und dem Pflegegrad, da haben Sie niemanden im Umfeld, nein? Doch, meine Petrov. Ah, okay. Das ist Ihr... Wer ist das? Das ist... Das ist mein Vater. Ihr Vater? Da. Okay. Der hat früher auch immer mitgesoffen. Und jetzt darf er nicht mehr, das ist gemein. Na, ich würde ihn ja gerne lassen, aber besser ist nicht, glaube ich. Da ich das Krankheitsbild nicht kenne, wage ich das nicht zu beurteilen, Herr Kirov. Ne, Leber kaputt gesoffen. Oh je. Es ist so, wir kümmern uns mit den Pflegekassen um die kostenfreien Pflegehilfsprodukte. Pflegehilfsprodukte sind Dinge wie Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe, Mundschutz, solche Dinge. Benötigen Sie das zum Pflegen Ihres Vaters? Sie meinen so Mundschutz, damit er so Ding beim Mund, damit er nichts trinkt oder was? Eigentlich eher, um keine Viren und Bakterien einzuatmen und sich nicht noch eine Erkältung zu holen. Ich glaube, hier so viel Alkohol bei Luft, da hat Bakterien keine Chance zu überleben. Sie meinen, der Wodka tut's auch, ja? Der tut das auch, das beste Desintegrationsmittel, was es gibt auf der Welt. Nun nochmals im Ernst, brauchen Sie das zum Fliegen? Ich brauche, wisst ihr nicht, wofür ich Mundschutz brauche? Der hat kein Erz. Der hat kein Erz. Das Handschuh ist vielleicht ganz praktisch, weil wir hier immer Graffiti machen. Dass die das Hände nicht finden. Alles klar. Ich glaube, Sie sind mit Wodka gut versorgt. Ich glaube, ich bin noch für die nächsten 3 oder 4 Tage gut. Wie sagte man immer bei meinem Liebling Bar, die fragen immer... Wladislav, hast du noch Restblut bei Alkohol? Alles klar. Und ich würde das Frage mit Ja geantworten, wenn mich würde jetzt jemand fragen, Blät.
eher den Nachfolger. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag und fröhliches Weiterfeiern. Und ich verabschiede mich, ja? Dann wollen Sie den Kollegen nochmal sprechen. Ich habe den Eindruck, Sie sind versorgt, ja? Ich bin richtig versorgt, blöd. Wie nach wie ciao, Bella. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja. Hier ist der Herr Ima, Agentur Ratje. Ich hätte ganz gerne mal die Rajesha Beka gesprochen. Banka, Entschuldigung. Ja, das ist aber ein Kerl, aber ist okay, oder? Ach, Sie sind das selber, Entschuldigung. Nein, das ist meine Mitbewohner, aber das ist ein Türpen. Bei mir steht Rajesh Benka. Ja, das ist richtig, das ist meine Kumpel. Soll ich den holen? Ja, das war gut. Da, Moment. Rajesh, Telefon! Keine Ahnung, ich hab gedacht, du bist deine Frau. Ja, hallo? Hallo. Hallo, Herr Benka. Hier ist der Herr. Ja, hören Sie mich? Ja, kann ich Sie hören? Guten Morgen. Ja, super. Ja, guten Morgen. Herr Benka, der Grund, warum ich anrufe, informieren bundesweit nochmal über die Veränderungen, die in der Gesundheitsreform entstanden sind. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Das zu Hause, ja. Keine Problem. Gut. Also der Staat zahlt nach einem Unfall keine Invaliditätsrenten mehr. Die wurden gestrichen. Wussten Sie das? Was für ein nichts geben? Das Wort nichts kennen. Ich mach das schriftlich. Ich schicke Ihnen das zu. Tschüssi. Ha? Schriftlich, ja? Tschüss. Ha? Was ist das Problem? Arschloch. Nazi-Schwein, oh mein Gott. Hallo? Hans Dr. Deutsch gern gesprochen. Michelle Dester von der Online-Vermittlungsagentur. San? Ja, guten Morgen. Schönen guten Tag, und zwar, es geht um Folgendes. Ihre Rufnummer wurde ausgelost und dadurch haben Sie zwei Reisen, die wert von 796 Euro sind, sowie einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro reziert, und das werden Sie den nächsten Tagen auch schriftlich zugesendet bekommen. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank. Das Ganze kommt von Veranstaltungen von großen Unternehmen. Wenn Sie bei großen Unternehmen Mitglied sind oder irgendwelche Bestellungen in der Vergangenheit getätigt haben oder sich im Internet registriert haben, dann werden Sie das Recht, bei der Verlosung teilnehmen zu dürfen. Ja, ist das wegen eBay oder Amazon, meinen Sie? Wo Sie Mitglied sind oder irgendwas bestellt haben registriert haben, das bekommen Sie in den nächsten 7 bis 10 Werktagen per Post zugesendet. Dort können Sie das auch nachvollziehen. Das ist ja großartig. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, junge Frau. In diesem Zusammenhang bekommen Sie eine 4-tägige Flugreise nach Baltikum sowie eine 4-tägige Flugreise nach Venedig inklusive Übernachtung und Frühstück. Und beide Reisen haben eine unbefristete Gültigkeit, sind übertragbar, können auch weiter verschenkt bzw. auch weiterverkauft werden. Ja, können Sie vielleicht ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Wäre das möglich? Also in der Vergangenheit haben Sie sich entweder über das Internet oder im Einkaufszentrum, Preisausschreiben oder Ähnlichem beteiligt bzw. haben eine Bestellung getätigt oder eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Ja. Und um die Eintragung bzw. Registrierung auch erfolgreich abzuschließen, haben Sie die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Und mit Akzeptieren der Teilnahmebedingungen erteilen Sie dann auch Erlaubnis, dass wir Sie auch telefonisch darüber informieren werden dürfen. Und wo Sie Mitglied sind oder wo Sie was bestellt haben oder wo Sie sich registriert haben, das bekommen Sie in den nächsten 7 bis 10 Werktagen per Post zugesendet. Dort können Sie das auch nachvollziehen können. Ja, jetzt habe ich Sie verstanden. Dankeschön. Und in diesem Zusammenhang bekommen Sie eine 4-tägige Flugreise nach Paris sowie eine 4-tägige Flugreise nach Norditalien, Gardasee. Ja. Jeweils für 2 Personen. Inklusive Übernachtung und Frühstück.
und beide Reisen haben eine unbefristete Gültigkeit, sind übertragbar, können auch weiter verschenkt bzw. auch weiterverkauft werden können. Das ist gut, das und ist sehr schön, dass auch mal was Schönes im Leben passiert, nicht wahr? Sie heißen Hans Doppelotter, wohnen in der Otto Hahn 78 in 14480 in Potsdam. Ist die Adresse nur aktuell? Ja, das Doppelotter, genau. Und dann mal bitte Ihr Geburtsdatum, bitte. Sie sind Jahrgang 49 geboren. Tag und Monat, bitte. Wie bitte? Hallo? Ich habe Sie nicht verstanden. Hallo? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo? Ich höre nur noch Rauschen, junge Frau. Soll mein Arzt rufen? Hallo? Hallo, wer ist da bitte? Ist immer noch verbunden. Hallo? Hier ist der Maulwurf am Morgen. Jetzt hat sie aufgelegt. Was ist das denn für ein Die ist ja übrigens in keiner Form auf den Kunden eingegangen. Einfach nur ihren Quatsch runtergelabert. Ich sage, vielen Dank, vielen Dank. Da kommst du ja eigentlich irgendwie mit, ja, gerne geschehen oder irgendetwas. Die liest locker nur ihren Scheißtext runter. Widerliche Menschen. Sommer, hallo. Einen schönen guten Tag, Herr Sommer. Mein Name ist Alexander Leniger von der Verlagswelt der NMV. Grund meines Anrufs ist folgender. Und zwar hatten Sie vor einiger Zeit hier bei uns an einer Verlosung teilgenommen. Und wir möchten uns heute recht herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Ach, gern weil, das heutzutage aber leider nicht mehr selbstverständlich ist, machen wir das heute nicht nur mit leeren Worten. Okay. Belohnen Sie heute mit einem tollen Überraschungspaket hier als Dankeschön. Und Sie dürfen heute in Ihrem Paket sogar wählen, was Ihnen da mehr Freude bereitet. Deshalb meine Frage, freuen Sie sich hier eher über zwei Reisegutscheine im Wert von 200 Euro oder lieber über ein bedienerfreundliches Handy? Dinner-Handy? Lieber das Handy, ja? Nee, ich habe nicht verstanden, was für Dinner-Handy? Wie Dinner, wie ein Essen? Nein, Bediener. Ach, Bediener. Entschuldigung, ich habe so Knacken im Telefon alles gehabt. Alles gut, alles gut. Und das kriege ich, weil ich was gemacht habe? Ich habe das nicht verstanden. Weil Sie sich an einer Verlosung beteiligt haben bei uns, Herr Sommer. Wann war das denn? Kann mich gar nicht erinnern. Ist schon ein gutes halbes bis dreiviertel Jahr her, Herr Sommer. Ah, sagen okay, kann man ja auch mal vergessen, sowas. Deswegen, ne? Aber umso alles besser. Gut Ding will Otter haben, sagt man doch. Richtig, ne? Genau. Und wir haben Sie zum Glück nicht vergessen. Cool. Und ja, sag mal, womit kann ich Ihnen hier meine Freude machen? Reisegutscheine oder lieber Handy? Was ist das denn für Handy? Weil wenn Sie sagen, bedienerfreundlich, ist vielleicht was für meinen Großvater, den haben Sie eben gesprochen. Also, es ist kein Smartphone im herkömmlichen Sinne. Okay. Hat soweit alle Funktionen wie ein Smartphone auch. Das ist gut. Nur dass es hier mit Tasten kommt. Also mit so großes Tasten? Genau, mit Tasten. Ist perfekt für eines Opa, oder? Also finde ich persönlich schon, ja. Cool. Haben Sie Bild? Kann man gucken? Nee, habe ich jetzt hier nicht vor mir liegen. Schade. Ja, aber das klingt doch gut, weil das Reisen kann ich mit ihm nicht mehr. Dann kriegt er der davon. Gut, dann trage ich das Telefon ein. Krass. Herr Sommer, und jetzt einfach so ein Telefon bekommen? Sie bekommen jetzt von mir ein Telefon, genau. Das ja und zwar ein ganz schickes, nagelneues und vor allem bedienerfreundliches Handy. Das Handy hier, Herr Sommer, ist ultra leicht. Hat auch eine schöne, einfache Menüführung. Und das Allerbeste bei dem Handy, es ist ganz ohne Vertrag, also zum Aufladen und Abtelefonieren. Außerdem ist es hier sogar SIM-Lock-frei und vor Diebstählen sicher.
denn es besitzt hier eine zusätzliche integrierte mobile Sicherheit. Was heißt und das? Das ist dann mit GPS ausgerüstet. Also mit Tracking? Bitte mit? Mit Tracking, so verfolgen. Genau, genau. Ob genau. Er weglaufen kann, ich gucken, wo ist hingegangen. So ungefähr, genau. Weil zweimal ist er gegangen bei Doktor und nicht wieder, der ist zu wollte zu einer alten Wohnung, wo wir früher gelebt haben, hinfahren. Ja. Und dann kann ich das sehen, was der, wo der hingeht. Wo kann ich das gucken? Da steht dann alles in der Bedienungsanleitung mit drin. Wo der Opa dann ist, steht da drinnen. Na, wie sie das dann aktivieren können, genau. Aber braucht man da Computer oder wie macht man? Müsste mit Ihrem Smartphone kompatibel sein. Aber Sie gesagt, ist kein Smartphone? Nein, das, was ich Ihnen zuschicke, nicht. Aber Sie haben ja bestimmt ein Smartphone. Da. Ansonsten, weißt du, meine Kumpel, der so Premium Technical Support, der kann mir das bestimmt einrichten. Weil ich bin ich, nicht so, gut, bin ich nicht so schlau mit Computer, aber da kannst du einmal anrufen. Ich habe da so eines Lifetime-Vertrag, da kann man immer, wenn was mit Computer anrufen und die das machen. Na, denke ich doch. Und das Handy muss man dann bei Tasche tun oder wie muss das machen? Ja, wie genau sich das jetzt verhält, weiß ich nicht. Ach so. Cool. Und wie gesagt, das schicke ich dann in die alte Moabit 122a nach Berlin, ja? Das ist gut. Und dann muss man damit bei Vodafone gehen, bei Telekom gehen oder was machen? Das ist Ihnen überlassen. Dadurch, dass das Handy SIM-Lock frei ist, ja, haben Sie hier die freie Wahl. Das ist gut. Also Sie können auch O2, Sie können zu Aldi, das spielt überhaupt keine Rolle. Nein, was will ich denn bei Aldi, blöd? Gibt doch auch SIM-Karte bei Aldi. Weiß Aldi ich nicht, wir kaufen da nicht ein. Wir gehen bei russischen Supermarkt. Ah, okay. Da. Gut, nee, aber wie gesagt, Anbieter können Sie sich ja selbst aussuchen, ja? Das ist richtig coole Sachen. Das ist richtig Mach coole denn, Sachen. Und das hat kein Display, nur Tasten, da? Mit Tasten und der Display hat es natürlich auch, man muss ja sehen, wen man anruft. Deswegen wollte ich fragen, weil Sie vorhin gesagt haben, dass Tasten haben. Hat Tasten, hat aber auch Display. Das ist sehr gut, das ist super toll. Kann das kann man das gleich bei einer Geschenkverpackung bekommen für Weihnachten? Das wird so nichts werden. Auch wenn, können Sie das schnell noch packen. Das war doch nur ein Spaß. Man muss alles ja auch gut, mal ein bisschen lachen natürlich. Am Tag. Natürlich. Und Sie natürlich. Jetzt ganze Tag Leute anrufen und Sachen verschenken? Nee, nicht ganzen Tag. Ah, weil sonst hätte ich gesagt, ist beste Arbeit von Welt, weil sonst immer Kunden immer schreien, immer nichts gut, das nichts gut. Aber sie anrufen und sagen, hier kannst du Reise oder Telefon haben, das ist doch beste Arbeit, oder nicht? Das stimmt allerdings, macht auch Spaß, ne? Kann ich gut vorgestellt machen. Also wenn Sie wieder gut. Gewinnspiel haben, gerne wieder mitmachen. Sie müssen mitmachen, nicht ich. Ja, sag ich ja. Dann mir genau. Sagen und ich dann kommen. Genau, so machen wir das. Ne? Das finde ich richtig Alter. Gut. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Sommer, und dann noch einen schönen Tag für Sie. Ja? Den wünsche ich auch. Vielen Dank. Ich danke. Tschüss. Wiederhören. Hallo. Ich wollte mit... Hallo. Ich spreche mit Hans Doppelotter. Doppelotter, ja. Ich grüße ihn, wir melden uns von Nick mit der Vertriebsunion, Möckmühl. Ha, wie bitte? Schön, dass Sie gleich erreichen. Der Grund ist heute folgendes. Wir waren vor kurzem so lieb, haben sich mal an einer Befragung beteiligt. Wir sagen Danke. Ich mache das nicht mit leeren Worten, mit einem tollen Überraschungspaket. Als Dankeschön. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Oh, dann liegt es wohl mit einer Verbindung bestimmt, denke ich mal, ne? Ha, wie bitte? Wir melden das nochmal. Das ist kein Problem. Was denn? Oh, hört man die Lust richtig raus, dass die keinen Bock hat zu verkaufen. Und es wahrscheinlich auch gar nicht könnte. Meine Güte, von der Frau würde ich mir nicht mal Toilette putzen lassen. Hallo? 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 Hallo?
Schönen guten Tag, Herr Kohli, mein Name. Ich rufe im Namen der Analyse Deutschland GmbH an. Ja. Ich mit der Reihe Schöp-Hinker, ja? Ja, der ist bei Telefon. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ich bin der Anruf bezüglich des Mediamarkt-Gutscheins, das Sie teilgenommen haben. Oh. Und dabei Ihren Einverständnis mit dem heutigen Anruf erklärt. Ja, ja. Habe ich gewonnen. Und ich wollte Ihnen nur mitteilen, Herr Bink, eine Minute. Haben Sie kurz Zeit? Ja, ja, ich habe Zeit. Danke, das ist sehr nett. Und nur zu Qualitätsgründen, wäre das Gespräch abgezeichnet, ist in Ordnung für Sie. Ja, das ist kein Problem. So für Training, okay. Ja? Okay, und ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir den Hauptgewinn registriert wurden bei Mediamarkt Gutschein. Oh. Und für die Ziehung des, ja, und für die Ziehung des Hauptpreises drücke ich schon jetzt mal fest die Daumen für den Hauptgewinn. Wünsche aber wirklich viel Glück, Herr Binker. Oh. Also, ja, rajeshbinker@gmail.com ist Ihre E-Mail-Adresse noch aktiv. Ja, das ist mein E-Mail, right? Ja, ja. Super, dann wünsche ich aber wirklich viel Glück. Wir werden über Ihre E-Mail-Adresse Bescheid sagen. Ich hoffe, dass Sie auch Glück haben, Herr Binker. Und jetzt nur drei kurze Fragen von meiner Seite. Circa 80% der deutschen Haushalte sind der Meinung, dass sie zu viel für den Strom bezahlen. Sind Sie auch so oder sind Sie zufrieden, Herr Binger? Also Strom, gut Qualität, Strom immer da, aber sehr teuer. Right? So bei letztes drei, vier Jahre, das viel teurer werden. Aber, genau, das sind auch 80% der Deutschen in die Meinung. Ja. Und wie viel zahlen Sie für Strom monatlich so ungefähr? Oh, 75 ungefähr. Europa. 75 Europa. 75, super. Ja. Und bei welchem Stromanbieter sind Sie aktuell? Jetzt wollte ich gerade Sparkasse sagen, Stadtwerken. Stadtwerken. Kein Problem. Ja. Okay. Und die letzte Frage von meiner Seite, also mal angenommen, Sie können in Zukunft zuverlässig von den Kommenden Strompreiserhöhung schützen und bei mir Geld einsparen, dann wären Sie doch bestimmt bereit, beim günstigen Angebot Ihren Stromanbieter zu wechseln, natürlich nur, wenn es für sich lohnen würde, wenn die Zeit kommt, oder? Ja, lohnen immer sehr wichtig, weil sonst bringt es ja nichts. Genau, da gebe ich wirklich recht. Also dann bestimmt, dass Sie unsere Tarifexperte von den Analyse Deutschland GmbH dazu mal kurz telefonisch kontaktieren, nur ein Angebot machen, natürlich, wenn Sie erreichbar sind, okay? Ja, ich habe jetzt Zeit, das kein Problem, können wir machen. Also, na, ich kann eben die Tage machen, weil momentan sind nicht auch die in Leitung. Aber ich sage das in die Tagen morgen oder natürlich übermorgen, ja, kann ich Ihnen gerne anrufen und natürlich hoffe ich, dass Sie auch ein bisschen günstigen Stromanbieter finden. Okay? Ach so, und der dann, wie sagte man das, Kontrolle machen, ja? Ja, er wird mit Ihnen zusammen einen Vergleich durchführen und sehen, ob es wirklich Sie ein Einsparpotenzial mit meinem Stromanbieter haben, okay? Oh, das ist sehr guter Service, right? Super. Okay, dann können wir ja melden, oder? Um die Tage. Wie bitte? Können wir melden, anrufen um die Tage, wenn Sie erreichbar sind, oder? Ja, am besten bei Nachmittag, ja? So. Oh, okay, ich trage auch so ein. Kein Problem, dann Herr Benker, dann nochmal drücke ich Ihnen fest die Daumen für den Hauptgewinn. Wünsche aber wirklich viel Glück und natürlich wünsche auch ein bisschen Preiserfolg zu haben. Ja. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und bleibt Sie gesund, ja? Schönen Tag noch. War es das schon? Ich dachte, deswegen Gewinnspiel Sie angerufen. Was war jetzt damit? Ja, wie gesagt, da wünsche ich aber wirklich viel Glück. Die Abziehung ist in zwei Wochen und ich hoffe natürlich, dass Sie auch Glück haben, weil es sind viele, dass Sie teilgenommen haben. Aber natürlich mit etwas Glück könnt ihr auch natürlich in Walski gewohnen. Ach so. Aber wünsche ich aber wirklich viel Glück. Jetzt. Aber kein Problem, schönen Tag wünsche ich Ihnen und bleiben Sie gesund, ja? Ja, auf Wiederholung. Schönen Tag, schöne Weihnachten, right? Du kannst gar nichts erwarten. So, meine lieben Freunde, das war so ein vermeintlich legitimes Telefon-Opt-in. Schnappen sich illegale Kundendaten im Internet, rufen an, sagen, ja, du könntest vielleicht gewinnen, viel Glück. Darf dich einer anrufen? Da die Daten aus irgendeiner kriminellen Quelle haben, soll mir das egal sein. Die sollen ruhig anrufen, die nehme ich auch hoch. Ja. Ich bin der versprochene Rückruf, das bin ich der Energieberatung. Ja? Ja. Das Gespräch wird wie immer aus Qualitätsgründen aufgezeichnet, ist auch in Ordnung für Sie, ja? Das Aufnahme, ja? Genau. Ja, das ist kein Problem. Ja, also das Gespräch wird immer aus Qualitätsgründen aufgezeichnet, ist auch in Ordnung für Sie, ja? Ja, das ist kein Problem. Okay. Sie hatten ja bereits mit unserem Kollegen gesprochen bezüglich Ihrer Stromkosten bei Ihnen zu Hause. Ja, das angerufen, das wegen Gewinnspiel anrufen. Der Kollege hat mir Ihre Angaben weitergeleitet. Right. Bitte? Ja?
Alter. Ja, das war Teil 2 dieses Anrufs. Mal gespannt, ob Teil 3 kommt. Bastard. Oh. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Mein Name ist Anna Wilhelmi von Elite Premium Service AG. Ich hätte gerne mal den Herrn... Blöd. Aufgelegt. Ja, die Frau Serenelli grüßt Sie. Ich wollte Hans-Joachim Vorderziege sprechen. Er ist am Telefon. Guten Abend. Ich grüße Sie auch. Ich rufe Sie von der SKL Bösche an und mache den Rückruf. Ne? Sie hatten sich am Samstag online beim Gewinnspiel im Internet registriert. Sie haben was, bitte? Sie hatten sich online für das Gewinnspiel im Internet registriert. Gewinnspiel? Herr Vorderziege, verstehen Sie mich? Ja, kann nur nicht mehr so gut hören. Ja, dann melde ich mich. Danke sehr. Was, warum? Blöde Kuh. Wette, die ruft nicht mehr an. Ich darf mich nicht ganz so dumm stellen. Team der Vorsorge, Herr Hans-Joachim Vorderziege. Am Telefon. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. Herr Vorderziege, es geht um die Auswirkung der Gesundheit und Zahnreform für Zähne, also Zahnerhalt und Zahnersatz. Und da wollte ich jetzt kurz nachfragen, die Zahnzusatzversicherung. Ja. Für Zahnerhalt und Zahnersatz. Die haben Sie ja aktuell noch nicht. Ist das richtig? Richtig. Na, und durch den Gesundheitsbonus, Sie haben ja auch in eine Krankenkasse eingezahlt. Ja, ja, das ganze Leben lang im Prinzip. Ja, ne, müssen wir ja, ne? Das ist einfach so. Ja, erhalten Sie eine Zahnzusatzversicherung, die erstattet die Kosten, die gesetzliche Krankenkasse teilweise oder gar nicht übernehmen. Ja, die zahlen ja immer weniger. Ja, die Krankenkassen, richtig, da sorgt man ja vor mit der Zahnzusatzversicherung, ne? Das ist ja schrecklich, was man heute da alles selber bezahlen muss. Ja, früher ja, konnte man sich beim Arzt noch ein Mittelchen für den Schnupfen holen. Und heute muss man ja hier 20 Euro, da nochmal 20 Euro. Und da wird man in der Apotheke noch blöd angeguckt. Ja, das sage ich Ihnen, ne? Aber für die Zähne ist ja noch schlimmer, oder Zahnersatz. Ja, ne? Ja, da wächst ja nicht nach. Da kann man ja nicht sagen, ich gehe mal in die Drogerie mal. Na gut, da gibt's falsche Zähne, aber das hilft einem ja nicht weiter. Nein, nein, ganz bestimmt nicht, ne? Und vor allen Dingen, man möchte ja immer kräftig zubeißen können, ne? Ja, ja, das ist ja so. Man weiß ja nie, wann man die in Notwehr mal gebrauchen kann. Ja, das sage ich Ihnen. Jetzt habe ich aber mal eine kurze Frage, weil Ihr Gesundheitsbonus ist noch auf für die Zahnzusatzversicherung. Jetzt schaue ich mal nach, weil Sie haben ja da gute Konditionen. Ne? Hab was bitte? Ich schaue mal nach durch den Gesundheitsbonus für Ihre Zahnzusatzversicherung. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, haben Sie das verstanden für die Zahnzusatzversicherung? Ja, das ist ja alles so teuer geworden, nicht wahr? Ja, Ihr Geburtsdatum müsste ich einmal nur. Ist das 1949? Ha, was bitte? Ihr Geburtsdatum. Ja. 1949? Jawohl. Dann habe ich das richtig. Ich sag Ihnen mal die Kosten für die Zahnzusatzversicherung, ob Sie dann Prothesen, Brücken, Kronen, haben Sie eine Teilprothese, Vollprothese oder noch alle Zähne? Na, ich habe immer gut auf alles aufgepasst, junge Frau. Ja, ja. Haben Sie noch alle Zähne oder fehlt ein Zahn? Also ich habe ja im Prinzip früher mal so Hahnenkämpfe geleitet. Das ist nicht immer ganz glimpflich ausgegangen. Ich habe 2 tatsächlich verloren. Das ist aber, sag ich mal, nicht eine Frage von Nachlässigkeit oder mangelnder Pflege gewesen. Das ist damals tatsächlich als Berufsunfall anerkannt worden. Weil der Wilhelm und der Friedrich, die hatten da eine lange Rivalität. Und ich habe das halt moderiert an dem Abend. Und es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, Herr Vorderziege, Sie verstehen aber jetzt, um was es geht. Um eine private Vorsorge für die Zähne. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch schon verjährt inzwischen. Nee, ich glaube, Sie verstehen nicht, um was es geht. Na doch. Weil Sie,
Ja, Sie haben doch keine Zahnzusatzversicherung für die Zähne. Nee, nee, das ist doch, ja... Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, müssen Sie doch die hohen Kosten alleine bezahlen. Ja, ja, es handelt sich halt um einen Berufsunfall, aber ich bin ja zurückgetreten aus der Branche im Prinzip. Ne, Sie verstehen nicht, weil Sie erhalten jetzt eine Versicherung für die Zähne. Ja, ja. Das habe ich schon verstanden. Dann müssen Sie aber monatlich 32,50 Euro bezahlen. An wen denn? An die Würzburger Versicherung. Deshalb frage ich, ob Sie auch verstehen, um was es geht. Ja, ja, Sie haben hier aber in Baden-Baden angerufen, ja, weil Sie Würzburg sagen. Ne, Sie lassen Sie. Alles Gute für Sie, ne? Schönen Tag noch, Herr Vorderziege, ne? Und weswegen hatten Sie jetzt angerufen? Wegen der Zahnzusatzversicherung, aber alles Gute ja, für wann, Sie. Ja, wann kriege ich die Tag, denn ne? jetzt? Wann kommt die? Die Unterlagen? Nein, die Versicherung. Nein, Sie verstehen nicht. Weil ich habe ja, im Prinzip in 3 Wochen wieder einen Termin, dass wir das vorher absegnen. Ja. Nein, Sie verstehen nicht. Alles Gute für Sie und schönen Tag, ne? Wann wollten Sie denn wieder anrufen? Dann halte ich mir den Termin frei. Ja, ja. Alles Gute. Nein, ich nehme es hier raus, ne? Alles Gute für Sie und schönen Tag, ne? Tschüss, Herr Vorderziege. Tschüss. Wie bitte? Hallo? Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Ich hab Sie akustisch nicht... Blödes Gesindel. Ich hasse diese Menschen so sehr. Mein Name ist Lopez. Kann ich mal bitte mit dem Hans-Joachim Vorderziege sprechen? Der ist am Telefon. Wunderschönen guten Tag wünsche ich. Schön, dass ich Sie persönlich erreicht habe. Mein Name ist Carlos Lopez. Wir sind von den Global Service aus Nürnberg. Ich melde mich, weil Sie sich ja vor kurzem bei uns registriert hatten mit vorderziege@gmail.com bei der Aktion iPhone 11. Können Sie sich erinnern? Das ist das Telefon, ja. Genau, weil es hat geklappt bei Ihnen. Die Registration ist dort abgeschlossen. Sie haben mit dieser Registration einen Gutschein im Wert von 500 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Tatsächlich? Genau, sind in der großen Finalziehung mit dabei. Es werden noch 5 Hauptpreise verlost. Ihren Gutschein erhalten Sie postalisch natürlich vor der Ziehung. Ja. Dann in Form einer Karte steht Ihr Name, Ihr Geburtsdatum drauf. Ja. Dürfen dann auch ab dem Warenwert von 20 Euro aufwärts bei den Unternehmen Amazon, Rewe, Saturn, Mediamarkt, H&M, Aldi und Lidl auch einlösen. Oh, ich bin ja sowas von überrascht. Das ist ja sowas von großartig. Ich habe noch nie was gewonnen. Den Anruf haben Sie schon bekommen, wie ich gerade heraushöre, oder? Habi, bitte? Wie oft haben Sie den Anruf schon bekommen von mir? Wie meinen Sie? Haben Sie diesen Anruf von mir schon bekommen? Diese Gewinnbenachrichtigung. Nee, wir haben noch nicht miteinander gesprochen, meine ich. Sie und ich nicht, aber mit meinem Kollegen oder Kollegin haben Sie da schon mal geredet gehabt? Das weiß ich nicht. Telefoniere gerne und viel. Okay, das merke ich. Wollen Sie Ihren Gewinn haben? Ja, natürlich. Muss ich natürlich Sie auch aufklären, Ihren Gewinn freischalten lassen, okay? Ja. Es wird ein Sponsor für die Gewährleistung mit eingebracht. Die Veranstalter sind die deutschen Verlagshäuser bundesweit. Eine Zeitschrift ist dabei, okay? Ja. Ich muss auch reinschreiben, wo die Bargeldgewinne für Sie überwiesen werden, weil es werden Bargeldgewinne bis zu 50.000 Euro verteilt. Oh Mann, können Sie bitte nicht so schnell sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Okay, ich kann auch langsamer reden. Ja, bitte. Das ist ein bisschen besser, ja, weil ich bin ja schon älter. Einen Moment mal bitte, so alt sind Sie nicht. 71. Okay, aber man ist immer so jung oder so alt, wie man sich fühlt, okay? Na, sag mal, wenn ich so alt werde, wie ich mich fühle, dann würde ich jetzt durch die Blumenwiese hüpfen und jungen Frauen nachstellen. Aber der Körper macht halt irgendwann bei beidem nicht mehr so mit, nicht wahr? Haben Sie recht. So. Weil irgendwann steht man halt einfach nicht mehr so, wie man das gewohnt ist, sei es die Füße oder was anderes. Haben Sie recht, ja. Okay, Sie haben sich natürlich registriert, um etwas zu gewinnen, haben gewonnen, auf jeden Fall. Ja, gewinnen ist immer sehr gut. Genau, ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro sind in einer Finalziehung mit dabei. Wie ich gesagt habe, Veranstalter sind dieses Jahr die deutschen Verlagshäuser bundesweit. 5 Hauptpreise sind dabei. Ihren Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro bekommen Sie an die 76534 Baden-Baden. Ja. Richtig?
Laut Ihrem Eintrag sollten dann die Unterlagen an die an der Bildeiche 81 geschickt werden. Genau, da wohne ich im Prinzip. Genau, es ist noch eine Ziehung vorhanden, werden noch 5 Hauptpreise verlost. Okay. Ja. Sie haben natürlich auch die Option auf die Hauptpreise. Das sind von 4, 8, 10, 25 und 50.000 Euro in bar, sind die Hauptpreise. Können Sie da auch mitnehmen, warum nicht? Das war jetzt gerade ein bisschen zu schnell, ich habe das nicht verstanden. Okay, Sie haben hier die Option auch auf die Hauptpreise. Ja. Bei der Ziehung. Erhalten ja einen Internetlink, ist ja eine Seite mit Ihrem Passwort, womit Sie das Ganze auch live online anschauen können. Ja, wie heißt die Seite? Ja, genau, das werden Sie erhalten, okay? Wird ja. Ein Internetlink fertiggestellt mit Ihrem Passwort. Ja. Das werden Sie alles postalisch erhalten. Mit der zweiten Post ist auch ein Einkaufsgutschein dabei. Mit der ersten Post ist ein Hotelgutschein dabei, im Wert von 599 Euro. Ja. Der ist unverbindlich, 3 Jahre gültig, übertragbar für 2 Personen. 1700 Hotels in 40 verschiedene Länder der Welt. Ja, aber es will doch jetzt kein Mensch verreisen, das ist doch viel zu gefährlich. Da haben Sie recht, deswegen ist der auch nicht nur eine Woche gültig, sondern 3 Jahre. Der ist aber auch übertragbar für 2 Personen, also Sie können den verschenken, verkaufen, habe ich ja gesagt. Ja. Bei 1700 Hotels in 40 Ländern der Welt werden es schon einige geben, die den Gutschein haben wollen. So, ja, das auf ist jeden gut. Fall, sind da Hotels genau auch? Ich wollte schon immer mal nach Indien. Vielleicht können Sie auch nach Indien, warum nicht? Ja, ist das denn damit auch möglich? Ich weiß nicht, ich denke schon. Nun also gut. Bei 40 Ländern, vielleicht ist es möglich, vielleicht. Wie viele Länder gibt es denn überhaupt auf der Welt? Das müssen Sie doch besser als ich wissen, oder? Nein, sonst würde ich nicht fragen. Wenn Sie schon, aber Sie sind doch älter wie ich, da müssen Sie das doch besser wissen als ich. Ja, sag mal, Geologie ist nie so mein Hauptgebiet gewesen. Ich war ja im Prinzip Taubenzüchter. Ehrlich? Ja. Auch nicht schlecht. Ich habe Grauwinkeltauben gezüchtet, 52 Jahre lang. Echt? Ja, so ein paar habe ich immer noch auf dem Dachboden, aber es ist einfach zu viel Arbeit in meinem Alter, weil die müssen ja gebürstet werden und die machen ja auch viel Dreck und alles. Und das kann ich halt einfach nicht mehr leisten alleine. Da haben Sie recht. Und extra jemanden anstellen dafür, das lohnt ja auch nicht. Das ist ja mehr so Spaß an der Freude gewesen im Prinzip. Genau. Nicht wahr? Okay. Ja, es ist halt immer Ansichtssache. Was auf jeden denn? Fall. Mit den Tauben? Ansicht mit den Tauben, genau. Mögen Sie halt die nicht so gerne? Hobby? Doch schon, warum denn nicht? Ich meine, das sind doch auch Lebewesen. Warum nicht? Ja, es gibt ja viele Menschen, die die Tauben als Ratten der Lüfte bezeichnen. Jetzt hat er aufgelegt, der Bastard. Vielleicht hat ihm das die andere geflüstert. Mal gucken, ob er gleich nochmal zurückruft. Christine Krause von Cura Blue, Deutschlands Pflegehilfsmitteln. Ich würde gerne mit Herrn Friedrich Kupferstecher sprechen. Wie bitte? Spreche ich mit Herrn Kupferstecher? Margret, bist du das? Nee, hier Margret, ist Cura Blue. Ich warte schon über eine Stunde auf das Essen. Ich bin das nicht. Ha, wann kommen Sie? Ich bin das nicht, Herr Kupferstecher. Da, ich bin von einer anderen Firma. Nee, ich wollte die Nudeln haben. Genau, das ist eine andere Firma. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Was gibt's denn stattdessen heute? Herr Kupferstecher, es geht nicht um Essen. Ich hab da bezahlt für. Genau, aber das bin nicht ich, das ist eine andere Firma. Ja, und wann wollen Sie vorbeikommen? Nee, ich komme gar nicht vorbei. Bei mir ist das ein Werbeanruf. Hab ich jetzt nicht verstanden. Das ist ein Werbeanruf. Ich nehme Sie jetzt aus unserer Liste, dann wären Sie nicht mehr gestört. Ja, aber ich muss doch das Essen immer kriegen. Ich kann das doch nicht mehr. Das bekommen Sie. Das bekommen Sie. Hallo? Ja, das Essen kommt. Wann denn? Wann kommt das denn immer? Ha? Wie bitte? Wann kommt das denn sonst immer? Ja, eigentlich ja vor einer Stunde.
Haben Sie die Telefonnummer von der Firma? Ja, aber ich kann mein Telefon nicht mehr finden. Sonst hätte ich da schon angerufen. Aber Sie haben das Telefon doch gerade in der Hand. Ich habe das überall gesucht. Aber Sie haben das Telefon doch gerade in der Hand. Verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Sie müssen mal bei der Firma anrufen und fragen, wo Ihr Essen bleibt. Ja, heute soll es eigentlich Nudeln geben. Okay, dann gibt es die bestimmt auch gleich. Ja, wann denn? Das weiß ich nicht, das ist eine andere Firma. Ja, aber Sie waren ja sonst immer pünktlich. Ja. Ist da wieder ein neuer Fahrer? Das kann gut sein. Das ist ja schrecklich. Es tut mir leid, aber da kommt gleich jemand, ja? Ja, vielen Dank. Gerne, tschüss. Wiederhören. Ich weiß nicht, warum die mich immer anrufen. Das sind die mit dieser Pflegehilfsmittelbox, so Handschuhe, wenn du so Fisting bei Kühen machst oder so. Die rufen immer an, obwohl ich da nie ein Häkchen mache, weil das ist ja nichts Böses, was die eigentlich machen. Darum hat Herr Maulwurf jetzt mal ein bisschen für Spaß da gesorgt. Wie geht's Ihnen? Ja, halt wunderbar. Und Ihnen? Super, freue mich sehr. Ich bin auch gut. Okay, Herr Wortesage, ich rufe Ihnen wegen der Registration. Gestern haben Sie sich angemeldet beim Handelskonto bei uns. Ja. Okay, ich werde Ihnen unterstützen mit der Kontoeröffnung. Mit was bitte? Ich werde Ihnen unterstützen mit der Kontoeröffnung, damit Sie können Ihr Konto aktivieren. Ja, kannst du mal die Katze aus dem Mund nehmen, man kann dich ja kaum verstehen. Okay, so, eigentlich, ich werde Ihnen unterstützen mit Ihrer Kontoeröffnung. Ja. Sie sollen das aktivieren, damit Sie können locker handeln. Locken? Nein, damit Sie können handeln. Ja. Und weiter? Okay. Und weiter, haben Sie Rechner vor Ihnen momentan? Die Rechnung? Haben Sie PC? Haben Sie PC? Die vor Rechnung? Ihnen? Was ist die Rechnung? Nein. Haben Sie PC vor Ihnen? Ja. Haben Sie Computer? Wie bitte? Können Sie Ihre Computer anlassen? Ich soll den anlassen? Wie lange denn? Eigentlich ja, das dauert nicht mehr als 10 Minuten. Na gut, weil Sie da sind. Hab Mitleid. Okay, eigentlich, ich wollte fragen, wie wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Sind da Wölfe bei Ihnen? Ja, genau. Viel Wölfe gibt's. Haben die, also was ist eine Party bei Ihnen? Nein, leider nicht. Leider kein Party. Leider, aber warum scheinen die denn alle? Gute Unterhaltung haben wir hier. Ja, sagen Sie denen mal, die sollen die Schnauze halten, wenn sie mit Kunden reden. Das geht ja nicht so. Ja, das ist unmöglich bei uns. Leider, wir sind zu viele Leute hier in unser Office hier. Und junge Leute, wissen Sie. Junge Leute müssen Disziplin und Respekt haben. Das ist ja unmöglich. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Rufen das Sie stimmt. Einmal stillgestanden in die Runde und dann sollen die mal Haltung annehmen. Sonst geht das gleich ins Lager. Ja, genau, genau, das stimmt. So, wie wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Haben Sie Online-Banking oder Visa-Karte? Ja, also ich habe so ziemlich alles liegen. Hallo? Und weg ist er. Besonders blödes Exemplar. Hallo, ich grüße Sie. Gabriela ist mein Name von IGM FX. Ist das eine Online-Handelsplattform? Und weiter? So, ich bin zuständig für den neuen Kunden, so wie für Sie. Und meine Frage an Sie ist, kommen Sie soweit klar mit unserer Plattform oder haben Sie noch welche Fragen oder möchten Sie Ihr Konto aktivieren?
Also ich habe ja im Prinzip noch gar keine Ahnung davon. Ich wollte mir das eigentlich mal angucken, aber ich verstehe das alles gar nicht. Das ist kein Problem. Wir haben das auch einen Finanzexperten, ja, und die erklären so ganz genau, so Schritt für Schritt, wie unsere Plattform funktioniert. Wie gesagt, ich bin nur für die neue Kunden zuständig. Ich erkläre Ihnen eine ganz kurze Plattform. Ja. Ich helfe das gerne bei dem Kontoaktivierung oder wenn Sie Fragen haben. Ja, ja, kann ich dann mit dem reden, der da ganz viel Ahnung hat? Ich habe auch Ahnung, aber das ist, ich bin nur für die neue Kunden zuständig, ja? Ja, ja, sind Sie umständlich oder zuständig? Das ist halt die zuständig, ja, in Ordnung. Ja, für die neue Kunde, ja? Ja. Und dann, wie gesagt, ich helfe das die Kontoaktivierung, wenn das so ungefähr wegen Dokumente oder wenn Sie Einzahlung oder Probleme mit sowas haben. Einzahlung? Dann später Einzahlung, wenn Sie Ihr Konto aktivieren. Ja. So. Und dann später, wenn Sie Ihr Konto aktiviert ist, bekommen Sie noch einen Anruf von unserer Finanzexperten. Und dann, Sie sind bereit zum Traden, zum Handeln. Zum Traden? Handeln. Ja. Ja. Haben Sie jetzt kurz Zeit? Nee, ist gerade schlecht. Ich sitze gerade auf dem Lokus. Okay, dann. Ich habe Ihnen eine Mail gesendet mit dem Reset-Passwort, ja? Dem Rezept? Reset-Passwort. Das Passwort wiederholen. Brauchen Sie nur einfach bei Username, ja, Ihre Mailadresse tippen und einem Passwort nach Fall, nach Wunsch. Können Sie nachher nochmal anrufen? Ja, gerne sagen Sie mir bitte, wenn Sie Zeit haben. Ja, so 2 Stunden? In 2 Stunden? Ja, okay. Weil momentan dann dauert das ein bisschen länger auf dem Lokus und ich muss ja immer noch nachspülen hinterher. Ja, ja, okay. Das ist kein Problem. Rufen Sie in 2 Stunden wieder an, ja? Sie rufen wieder an? Ja, gut. In 2 Stunden. Ja, gut, dann bis später, nicht wahr? Okay, dann bis später. Wiederhören. Ja, ich bin noch da. Ja, können wir noch mal anfangen? Das ist so laut gewesen. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Schulz und ich rufe im Auftrag der Analyser Deutschland GmbH an. Ja. Und Sie sind Herr Benker, ja? Nee, das ist ja mein Haushälter im Prinzip. Wollen Sie mit dem sprechen? Ich möchte mit jemandem sprechen, der für den Stromanschluss in Mariendorfer Damm 179 zuständig ist. Ja, also der macht ja im Prinzip alles für mich. Dann würde ich ihn gerne sprechen. Ja, einen Moment bitte. Yes. Gerne. Telefon. Ja, Benker, guten Tag. Wer ist da bitte? Schönen guten Tag, Herr Benker. Mein Name ist Schulz. Ich rufe im Auftrag der Analyser Deutschland GmbH an und es geht um den Stromanschluss in Mariendorfer Damm 179. Ja. Sind Sie denn da beim Grundversorger bei Vattenfall? Ich bin bei meiner Arbeitgeber, bei der Herr Mader, right? Ah, verstehe. Dann haben Sie einen Mitarbeitertarif, ja? Nein. Ich bin Haushälter von Herr Mader. Ja, das habe ich verstanden. Ja. Er meinte, Sie kümmern sich auch um den Stromanschluss, ja, in Mariendorfer Damm. Die ganze Papierkram machen, Einkauf machen, Abwasch machen, alles machen. Na, ist doch wunderbar. Ja, dann können Sie für Ihren Auftraggeber den Strom vergünstigen. Und zwar sind wir ein Vergleichsportal aus Berlin und wir können eben schauen, dass es im Strombereich günstiger wird. Berlin? Bei uns sind das Turbo-Eco-Tarife. Ja. Ja, das sind immer Tarife ohne Laufzeit. Das heißt, Sie sind monatlich flexibel und Sie haben absolut die Flexibilität dann damit dabei. Ja, Sie können also jederzeit auf den Strommarkt reagieren, sollten jetzt irgendwelche Veränderungen auftauchen. Und im ersten Monat erhalten Sie auf Ihre Ersparnis, die wir natürlich ausrechnen, 35 Euro Guthaben nochmal obendrauf. Wissen Sie denn, wie hoch der Abschlag momentan monatlich ist für den Strom? Wer wurde geschlagen? Hallo? Ja, wahrscheinlich sprechen Sie nicht so gut Deutsch, oder? Do you speak English, madam?
Ich kann leider kein Englisch sprechen, ja, weil mir das so nicht vorgegeben ist. Soll ich aber Sie, ich kann mich gerne schriftlich melden. Soll ich ja, Sie dann Herr ist das wahrscheinlich Mader, leichter. Soll ich Sie der Herr Mader geben, das ich noch lernen? Ja, klar, gerne. Ja, Herr Mader, ich habe ein deutsches Problem. Nichts gut verstehen. Hallo? Ja, hallo. Ja, es hat das nicht so geklappt mit der Kommunikation. Der ist sehr fleißig, aber der lernt halt noch, der junge Mann. Ja, gar kein Ding. Ich würde mich einfach mal schriftlich bei Ihnen melden, weil mündlich scheint mir das doch recht schwierig bei Ihnen zu sein. Ja, ja ich kann ich Sie ja dennoch, im Prinzip gut verstehen. Ja, das nehme ich an. Ja, aber wenn sich da jemand anderes drum kümmert, dann werde ich mich da gerne schriftlich melden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ein sehr lustiges Wochenende. Naja, es war auch sehr amüsant mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und viel Gesundheit. Ja, ich würde ja mal sagen, bevor mir da jetzt was entgeht, würde ich Ihnen partiell von der Aufgabe halt entbinden und das selber in die Hand nehmen. Ich habe im Prinzip ja nichts weiter vor heute. Okay, das heißt, Sie sind auch noch selbstbefugt, Entscheidungen für Ihren Stromanschluss zu treffen, ja? Naja, wer sonst, nicht wahr? Naja, manche sind ja da entmündigt, ne, durch den Betreuer. Nein. So hat das auch verstanden. Nein. Mhm. Ich habe halt, sag ich mal, eine Haushaltshilfe, seit der Arbeit, ich halt kann nicht mehr laufen. Und er organisiert halt, sag ich mal, alles, was halt in irgendeiner Weise, sag ich mal, den Bereich des eigenen Wohnraums verlässt. Weil so, die Straßen sind ja noch nicht zugelassen für die Hoverscooter. Ich habe so ein Ding zu Hause, aber die darf man halt nicht im Straßenverkehr verwenden. Na wobei, jetzt gibt's doch da neue Gesetze. Ich denke, dass das schon möglich ist. Ich weiß ja nicht, was Sie da konkret zu Hause haben. Ja. Aber ich würde mich da nochmal informieren. Ja, das ist ja, das betrifft ja diese E-Scooter. Und wir haben ja im Prinzip so ein, das ist aus der Ukraine, ist das entwickelt worden, da in Smolensk, da die, das ist Hoverkraft, falls Ihnen das was sagt. Mir sagt es nichts, wovon Sie sprechen. Ja, das ist im Prinzip eine Fortbewegung ohne Bodenberührung. Das ist halt noch in der Erprobungsphase. Und ich hatte mich da gemeldet, aber damit darf man halt nicht auf die Straße. Ah, verstehe. Ja, Sie sind sozusagen der erste Tester dafür. Naja, na, einer von vielen. Scheint es mir, dass Sie da auf jeden Fall schon sehr ausgelastet mit sind, dann würde ich sagen, wir vertagen das Stromgespräch einfach, ja, oder ich melde mich einfach schriftlich bei Ihnen. Also denn das da Gerät scheint Sie doch sehr mich, eingebunden im Moment. Das Gerät hält mich jetzt ja nicht vom Sprechen ab. Ich sag mal, ich sitze da jetzt drin und genieße, sag ich mal, die Massagefunktion. Ah, da gibt es sogar eine Massagefunktion, also das ist ja toll. Ja, das ist halt ein bisschen teurer dann gewesen, aber man gönnt sich ja sonst nichts, nicht wahr? Na, wenn es ein bisschen teurer war, können Sie natürlich auch was im Strombereich einsparen und das nächste Mal dann genau für solche Zwecke verwenden, was, ne, dass Sie vielleicht irgendwas noch im Bereich Wellness sich zulegen. Was können Sie da denn anbieten? Genau, wir haben in Berlin im Moment Turbo-Eco-Tarife. Das sind Tarife ohne Laufzeit, bei denen Sie weniger an Grundgebühren bezahlen. Und da rechnen wir natürlich die Ersparnis erstmal exakt aus. Deswegen meine Frage, wie hoch ist denn der Abschlag bei Ihnen momentan monatlich? Ich habe jetzt Anfang des Jahres also eine Nachzahlung gekriegt und seitdem sind das jetzt 83 Euro. Und wie viel war das davor, wenn es jetzt gestiegen ist? Davor sind es, sag ich mal, 71, 83 oder irgendwie so eine ganz krumme Zahl gewesen. Ach, und dann haben wir, sagen wir mal, halt die Technik ein bisschen, sag ich mal, aufgewertet. Hier, sag mal, deine höhere Erbschaft bekommen. Hab mir das ein oder andere gegönnt und das hat sich da halt dann so niedergeschlagen. Weil das bessere Technik, die braucht halt entsprechend, wie ich dann lernen musste, wohl auch ein bisschen mehr Strom. Na, das ist eigentlich nicht der Fall. Die neuere Technik verbraucht eigentlich weniger Strom, aber wer weiß, was Sie sich da angeschafft haben. Kann ja sein, dass das sehr stromintensiv ist bei Ihnen. Ja, alles möglich. Ja, ich wollte schon immer so ein Terrarium haben und das habe ich mir jetzt dann halt mal gegönnt. Und was haben Sie da drin in dem Terrarium? Ha, wie bitte? Was haben Sie da drin in dem Terrarium? Zwergdeckelschildkröten. Ach, verstehe. Sie sind ein Schildkrötenmensch, ja? Sind das ein Landschildkröten oder was für Schildkröten? Ja, das ist, sag ich mal, eigentlich ist Terrarium der falsche Begriff. Das ist eigentlich eher ein Biotop, weil die haben da, sag ich mal, so ungefähr ein Drittel Landmasse und zwei Drittel ist dann halt subnautisch. Ach, also klar, mit Bademöglichkeit.
angerichtet sein. Nutzen Sie denn in 1 Euro oder ist das wirklich nur Strom? Also ich habe jetzt gerade ein Knacken in der Leitung. Ist das bei Ihnen auch? Ja. Bei mir nicht, ich höre Sie klar. Dann kann man nochmal zum anderen Zeitpunkt mich gerade verstehen. Ha, was bitte? Ich höre Sie nur noch ganz verschwommen. Ich möchte mich gerne nochmal zu einem anderen Zeitpunkt oder besser das Lächeln eigentlich am Ende. Also ich kann Sie fast gar nicht mehr verstehen. Vielleicht können Sie einfach gleich nochmal durchrufen. Vielleicht ist gerade irgendwas mit der Leitung, weil die sind draußen mit Bagger zugange. Hallo? Ich glaube, die junge Frau hat aufgelegt. Sind die draußen noch am Arbeiten?